Internet und YouTube. Dead Money, oh, was für ein Timing. Feierliche Eröffnung der Sierra Madre. Ihr Pip-Boy hat eine Radioübertragung empfangen, die sie zur großen Eröffnung der Sierra Madre der Casinos einlädt. Dead Money wurde geladen und genau das spielen wir jetzt. Dieses DLC hatte ich damals nicht gleich gespielt, da es irgendeinen komischen Fehler gab. Deswegen hatte ich es übersprungen. Jetzt ist es ja Wurst. Und ich hatte Lust auf Fallout. Und da kam ich auf die Idee, dass ich ja Dead Money noch nicht hatte. Und deswegen machen wir das jetzt. Fallout 3 stürzt ab ohne Ende. Ich kenne die Patches und Fixes und Dingens und das. So konnte ich es ja überhaupt starten bzw. spielen. Aber im Moment lässt sich gar nichts machen. Ich wollte ein wenig Fallout 3 weitermachen, aber es geht nicht. Und da ich Lust auf Fallout generell hatte... Entschuldigen Sie. Gut gemacht. Ich habe euch vermisst. Hallo. Servus. Dachte ich mir, ich mache dieses DLC. Because I'm loving New Vegas. I love it. I love, 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 loving it. Hallo? Hier hat sich nichts geändert. Wann war ich das letzte Mal hier? Kommt mir vor wie gestern. Also für alle, die sich wundern, warum Fallout 3 im Moment nicht weitergeht. Zuerst hatte ich weniger Lust drauf. Immer ein wenig Zeit verstreichen lassen, aber wie gesagt, Abstürze ohne Ende. Ich habe alles versucht. Aber gut, Dead Money ist hier. Ich habe Lust auf Dead Money, deswegen gibt es Dead Money. Hier. Yes! Es sollte ja nicht allzu lange dauern. Ich meine, natürlich, bei mir dauert es Jahre. Gefäß mit Wolkenrückständen, das wollte ich schon immer mitnehmen, mein kopfloser Freund. Aber ich werde ohnehin alles verlieren, oder? Dead Money versetzt sie in ein extrem gefährliches Gebiet. Mojave-Ödland. Ohne Aussicht auf Wiederkehr sind sie hier, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Normalmodus, Hardcore-Modus, wird für erfahrene Kuriere. Kein Problem. Durchsuchen wir die Sache. Was soll schon passieren? Was bedeutet das? Robco Industry, 4 Versuche übrig. Kein Problem. Fertig. Das war korrekt. Oh, Jesus. What? What is this? Chemiekasten, großes zerstörtes Buch. Oh! Elektronik. Verkaufsautomat. Eine ungewöhnlich aussehende Werkstation. Als sie sich nähern, erscheinen Umrisse, winzige holographische Gegenstände auf der Ausgabefläche. Drahtmodellzeichnungen und Listen von Verbrauchsgegenständen, die die Maschine für Konsumenten bauen. Hm. Zigaretten, Scotch und Messer. Alles, was eine Single-Wohnung so benötigt. Hier ist alles... Sieht aus wie ein Osternest. Fast zu spät. Erfordert Schlüssel. Super. Wann bekomme ich den? Nach dem Ganzen, oder? Alright, What? Eine Falle. Gut. Du hast Geschichten vom Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Seine Legende. Die Flüche. Irgendein Blödsinn, dass es angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegt. Begraben und einer blutroten Wolke. Ein helles, leuchtendes Monument.
das Schatzjäger in ihr Verderben lockt. Die berühmtesten Stars und Entertainer der Welt waren zur feierlichen Eröffnung eingeladen. Eine Einladung war ein Zeichen von Exklusivität. Die Eröffnung sollte den Weg in eine bessere Zukunft symbolisieren. Nicht nur für die Welt, sondern für alle, die an seine Tür kamen. Die Gelegenheit zu einem Neubeginn für alle. Jedoch wurde das Sierra Madre nie eröffnet. Der Krieg ließ es in der Zeit erstarren, wie ein einzelner, gewaltiger Blitz. Die feierliche Eröffnung war das große Ende der Menschheit. Es liegt immer noch da draußen, in der Einöde, geschützt und wartet darauf, geknackt zu werden. Aber es zu finden ist nicht das Problem, sondern loslassen. Oh. Hörst du zu? Gut. Denn ab jetzt gilt, wenn ich rede, hörst du mir zu und tust, was ich sage. Wenn du auf dumme Ideen kommst oder mich austricksen willst, platzt mir der Kragen und dir auch. Kragen? Halsband? What? Ja, ich war in deiner Wohnung, mein Freund, oder? Es ist so ähnlich wie dein Pip-Boy, nur dass es voller Sprengstoff steckt. Super. Ein Funkgerät der alten Welt, auf die richtige Frequenz eingestellt. Wenn du tust, was ich sage, passiert überhaupt nichts. Wenn du mich hintergehst oder versuchst zu fliehen, bumm, und der Nächste bitte. Bis ich dich gehen lasse, ist deine Flucht aussichtslos. Je eher du das einsiehst, desto besser. What the Okay, dieses Menü ist anscheinend von irgendeinem Mod, den ich mal ausprobiert habe. Wer weiß, was ich noch alles installiert habe, irgendwann, als mir langweilig war. Okay, was willst du? Das Gebäude über dem Brunnen. Das Sierra Madre Casino. Du sollst dort für mich einsteigen. Ein kleiner Einbruch. Seit Jahren im Plan. Aber um seine Fallen auszuschalten, brauchst du ein Team. Allein. So habe ich erfahren müssen, hast du keine Chance. Dann bin ich nicht allein. Du hast andere gefangen? Okay, also brauche ich noch andere, um diesen Raub durchzuziehen. Wen? Um die Villa herum findest du 3 weitere Halsbänder. 8, 12 und 14. Bring mir alle 3 hier zum Brunnen, dann sehen wir weiter. Aber falls ihr versuchen solltet, euch gegenseitig auszuschalten, um den Schatz des Sierra Madre allein zu kassieren. Ein Wort der Warnung. Eure Halsbänder sind miteinander verbunden. Wenn einer von euch stirbt, sterben alle. What? Wenn man euch so zur Zusammenarbeit zwingen muss, bitte sehr. Ich hätte noch mehr Fragen. Ich habe wenig Geduld und du hast wenig Zeit. Wozu sind die Verkaufsmaschinen, Müller? Was ist dieser Ort? Wie bin ich hergekommen? Wo ist meine Ausrüstung? Wer bist du? Jemand, der wie du dem Ruf des Sierra Madre gefolgt ist. Und nun, da ich weiß, dass mehr dahinter steckt, nehme ich mir, was ich darin finden kann. Womöglich bist du deswegen hier. Immerhin hat dich dein Pip-Boy direkt in eine meiner Fallen gelockt. Und hier ist deine Belohnung. Na super Belohnung. Ein explosives Halsband. Frag. Also gut. Was ist dieser Ort? Du kennst die Legende des Sierra Madre nicht. Das Casino gibt es wirklich. Du gehörst zu den wenigen, die es in Augenschein nehmen werden. Von deinem Standpunkt aus liegt die Villa unterhalb des Casinos über dir. Der Schutthaufen. Die Villa liegt in seinem Schatten. Die Villa ist ein einziger Trümmerhaufen. Üble Bausubstanz. In die Jahre gekommener Vorkriegsschrott. Vor allem die Funkgeräte und Lautsprecher. Funkgeräte und Lautsprecher? Ja. Überall in der Villa sollte es Musik geben. Im Laufe der Zeit hat die Stärke des Funksignals nachgelassen und eine andere Frequenz angenommen.
Lautsprecher und Funkgeräte stören das Signal für die Halsbänder und können so zur Detonation führen. Verfrüht. Ein unglücklicher Nebeneffekt, den ich nicht erwartet hatte. Ich konnte die Halsbänder nicht neu kalibrieren. Du musst also so zurechtkommen. Na super. Funkgerät und Lautsprecher können mein Halsband auslösen? Ja, aber nicht sofort. Wenn du einen Ton aus deinem Halsband hörst, nimm Abstand, durchkämme das Gebiet und such die Signalquelle. Es gibt beschädigte und abgeschirmte Lautsprecher. Die Beschädigten lassen sich von Weitem zerstören. Aber geh nicht zu nah ran. Aus den beschädigten Lautsprechern sprühen Funken. Sie sind kaum zu verfehlen. Ihr Gehäuse hält jedoch jede Art von Gewalt stand. Und wie kann ich sie dann zerstören? Schusswaffen, Energiestöße, sogar ein kräftig geworfener Speer können ihre Außenhülle durchdringen. Geschützte Lautsprecher lassen sich nicht zerstören. Geh ihnen aus dem Weg oder schalte sie über ein Terminal ab. Das überlasse ich dir. Na super, ich werde 180.000 Mal sterben, mindestens. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe dich hierher gebracht. Das ergibt sich von ganz allein, sobald die in der Mojave ausgelegten Fallen zuschnappen. Für den Moment sollte deine einzige Sorge sein, wie du in das Sierra Madre hineinkommst. Solange hast du mich am Hals. Super. Lebt hier noch irgendjemand? Ja, die Bewohner. Am besten gehst du ihnen aus dem Weg, wenn möglich. Zähbusch. Wodurch auch immer sie entstanden sind. Geschosse, Explosionen, Energie. Man kann sie eine Zeit lang lahmlegen. Danach finden sie zu alter Stärke zurück. Vielleicht ist es die Wolke. Oder etwas in ihrer Physiologie. Was ist die Wolke? Die Wolke verhüllt den Himmel. In der Luft liegt der Geruch von Kupfer und Schwefel. Er brennt sich in die Lunge und kriecht unter die Haut. Wie sie entstanden ist, ich weiß es nicht genau. Industrielle Luftverschmutzung vor dem Krieg, Ausdünstungen aus dem Sierra Madre. Sie ist einzigartig im Ödland und tödlich. Seit dem großen Krieg hat sich hier nichts verändert. Kann es mich umbringen? Die Luft hier ist nur tödlich, wenn du dich innerhalb giftiger Gasblasen befindest. Also pass auf, wohin du trittst. Oh Gott. Wer bei guter Gesundheit ist, kann in der Wolke kurzzeitig überleben. Alle anderen sind zu schwach. Atemgeräte, spezielle Kleidung. Es gibt keinen Schutz. Die Wolke zersetzt alles, womit sie in Berührung kommt. Sie zu bekämpfen ist aussichtslos. Gibt es hier irgendwo einen sicheren Bereich, um sich auszuruhen? Überall dort, wo du Schutz vor der Wolke findest. In Gebäuden, Tunneln. Überall dort, wo es keinen Kontakt mit der Luft draußen gibt. Alles, was mit der Wolke in Berührung kam, wurde irgendwie konserviert. Aber nur die Hologramme in der Villa sind die alten geblieben. Von welchen Hologrammen redest du? Gespenster. Die ganze Villa ist voll davon. Und eine Menge mehr davon im Casino. Eine ganze Menge. Sie können nicht verletzt werden. Sie führen nur die Aufgaben der ehemals Toten aus. Immer und immer wieder, bis ihre Kräfte erschöpft sind. Aber sie sind harmlos. Bis auf die Sicherheitshologramme. Das sind die Silhouetten der bewaffneten Wachen des Sierra Madre. Sicherheit hört sich nicht sehr sicher an. Die meisten Hologramme gehen bestimmten Aufgaben nach. Und die Sicherheitshologramme gehen seit dem Abwurf der Bomben nun ihrer Aufgabe nach. Sie töten jeden, den sie entdecken. Sie sind immun gegen Waffen jeglicher Art und EMP. Sogar gegen Energiewaffen. Aber sie haben auch Schwächen. Konstruktionsbedingt ist ihr Sichtfeld eingeschränkt. Man kann also unentdeckt bleiben. Jedes verfügt über einen Sender. Wenn man ihn zerstört oder ausschaltet, stellen sie keine Bedrohung mehr dar. Dennoch, zumindest sie arbeiten noch wie vorgesehen. Hier gibt es ganz andere Technikfallen. Vor allem die Funkgeräte und Lautsprecher der Villa. Boah. Frag. Wo ist meine verdammte Ausrüstung? Das Casino weiß sich zu verteidigen. Es durchleuchtet seine Gäste nach gefährlichen Gegenständen. Dass du unbewaffnet bist, war nicht meine Absicht. Das Casino, diese Villa,
Es sammelt alles, was ansatzweise radioaktiv oder aus unbekannten Substanzen ist, und bunkert es. Der Vorgang läuft automatisch ab, und das Casino besitzt weitere solcher Dienste. Ich weiß keine Abhilfe, außer andere als Werkzeug zu schicken. Okay, habe ich noch eine... Wie zum Teufel sprichst du mit mir? Verwirrt. Keine Sorge. Ich habe die Befehlsgewalt über die Hologrammtechnik der Villa. Zahlen, Gleichungen, Schaltkreise. Alles lässt sich kontrollieren, solange es einen Zusammenhang gibt und man das nötige Wissen besitzt. Diese Villa, das Casino, eine wahre Fundgrube interessanter Gerätschaften. Dazu zählen auch die Hologramme. Sehr dann, also die anderen drei mit den Sprengstoffhalsbändern finden und hierher zurückbringen. Ich habe Anweisungen und Markierungen auf deinen Pip-Boy geladen, falls du sie vergessen solltest. Ja, ich habe Zugang zu diesem Gerät an deinem Arm. Hol die drei anderen für diese Aufgabe zusammen. Danach habe ich weitere Anweisungen. Danach lasse ich euch gehen. Euch alle. Irgendwelche Vorschläge, wen ich mir zuerst schnappen soll? Ja, Halsband Nummer 8, die FEV-Missgeburt, der Supermutant. Er ist handzahm, berechenbar und solange er nicht hungert, leicht zu beherrschen. Ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Vermutlich nachdem er dich hier angeschleppt hat. Such ihn. Er wird dir folgen. Halsband hin oder her. Wow. Was ist das FEV? Eine lange Geschichte. FEV. Ein Virus mit einer noch längeren Geschichte. Es erschuf diese Kreatur und verwandelte sie in einen Supermutanten. Okay. Gut. Wenn nötig, werde ich dich in die Sendesysteme der Villa einweisen. Falls du nicht weiter weißt, komm hierher zurück. Wir werden uns aufzählen. Ich habe dir die Anweisungen auf den Pip-Boy gesprochen, falls du nicht lesen kannst. Meine Stimme hilft dir jederzeit auf die Sprünge. Na, hallo? Wer bist du? Es erwartet sie ein Ort voller Reichtum, Abenteuer und Faszination. Bummeln sie durch die verschwommenen Straßen unseres Resorts. Puh. Oder entfachen sie. Was zum Henker? Oh, mein Halsband. Wunderschön. Unendliche Weite der Wüste. Immerhin, er hat mir eine Knarre gegeben. Hello, baby. Let's take a look. Spielen Sie im Casino. Besuchen Sie das Theater oder bewohnen Sie eine unserer exklusiven Suiten. Christine, Dindona, Dog. Alright. Let's do this. Und hier haben wir schon den roten Punkt. Wunderbar. I'm coming. Hey! Let's do the twist again. Let's do... Eigentlich nichts, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Das war das Intro für Sierra Madre Casino. Zu Dead Money. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss.